So, und da wäre ich auch schon wieder mit einer neuen Aufnahme und dieses Mal starte ich nicht die Playlist von neuem. Nein, das tue ich nicht. Folgendes, wir haben uns schon mal so ein bisschen umgeschaut zu einer Location für die Holzfällerhütte. Jetzt natürlich folgendes Problem, mein Inventar ist mir da geraffelt voll und da kommt einiges raus. Habe ich noch was im Ofen drin? Ofen? Glas habe ich noch drin, stimmt. Glas, Gold, kann ich gar nicht rausholen. Und nee, das war's. Gut, ich schau mal gerade. Okay, die Kiste ist auch schon rabbelvoll fast. Ender Pearl kommt raus. Bones, na, wenn mein Hund da ist. Das Rotten Flesh kommt raus. Melonen kommen raus. Die reichen, denke ich mal, lockerst zusammen mit dem Beef. Ich glaube, Clay habe ich vorne in der Kiste drin gehabt. Die Lianen kommen raus. Das brauchen wir schon überhaupt nicht. Ein Stack Eisen. Okay, ist ein bisschen hart, wenn wir das alles verlieren. Deshalb, ich tue mal die Hälfte raus. Ich werde natürlich jede Menge brauchen wegen Spitzhacken herstellen und so weiter und so fort. Zu den Sticks, ich behalte sie erstmal, weil es kann sein, dass ich demnächst wieder Zäune herstellen muss. Zum Thema Schwert. Hab ich Diamanten geholt? Ich habe Diamanten geholt. Ich nehme gerade mal 2 Stück und mache mir schon mal ein neues Diamantenschwert. Ich tue dafür das hier erstmal raus. Bones. Einen raus. Einen. Dann Bone Meal vor allen Dingen. Das war ja für die Pilze. Da würde ich gerne noch ein bisschen was das Ganze aufsparen. Das war, glaube ich, in einer anderen Kiste drin. Oh, ich habe das Zeug so verteilt. Das gibt's echt nicht. Wegen dem Glas, das ist klar, das weiß ich noch. Die Leathern und Stairs und. Kann man sich alles wieder neu herstellen hier. Ich mache folgendes: hol mir das Glas raus. Passt sogar voll. Füllt genau den Stack auf. Werden wir auch zum Bauen wahrscheinlich noch brauchen. Und hier habe ich übrigens 2 Stapel Wood, die brauchen wir auch nicht. Hier hinten habe ich noch ein bisschen Kohle irgendwo. Genau, tue ich mal eine schnell. Und das Gold tue ich da rein. Oh, 64 voll. Nicht schlecht. Ja, dann. Was ich noch überlegt habe, ich könnte mal auch hier etwas mit Redstone bauen. Natürlich total unvorbereitet mal wieder. Einfach eine Art bisschen Geheimtor in dem Fall oder sowas. Vielleicht für dieses. Nee, das sieht man ja. Wo mal einer nötig ist. Aber das werde ich mir noch überlegen. Wenn ihr eine Idee habt, was man vielleicht mit Redstone machen könnte, dann könnt ihr mir die auch gerne schreiben. So ist es ja nicht. Immer Vorschläge, was man alles machen könnte oder ähnliches. Oder Gesprächsthemen, Vorschläge, Kommentare. Das werde ich mir da natürlich alles anschauen. So ist es ja nicht. Übrigens, wer mich immer fragt, was das für ein Lied oder für ein Beat ist im Hintergrund, das ist Requiem for a Dream, also ein Remix von KST Beats. Werdet ihr auf seinem Kanal finden. Ich werde öfters gefragt, weil es ist nicht schlecht, das Lied. Ja, ich weiß, nicht schlecht. Das hat nämlich ja auch. So, dann, warum wir, okay, fürs erste brauchen war das schon mal nicht. 1, 2, 3, 4, doch, 4 nehme ich mit. Dann Stairs auch nicht, nur dass erstmal Platz drin ist. Und vor allen Dingen, hier brauche ich erstmal das Stück Kohle. Was kommt noch aus die Hohe? Eventuell ja die Sugar Canes kommen raus. Sugar Canes, Leathers, okay, Witz. Ne, raus. Raus, raus, raus. Dann, was haben wir denn alles noch? Zäune habe ich jedenfalls 32 übrig. Wird Fackeln, Wood, normales Wood eventuell zum Bauen, denn diese Holzfällerhütte wird aus Wood sein und ich glaube, das war eigentlich alles, was ich hier so dabei habe. Vielleicht habe ich im Pilzhaus noch was drin, müsste ich nochmal schauen. Jedenfalls, wenn nicht, muss ich halt ein neues hacken. Ich gehe mal ganz kurz in die Richtung hier hinten. Jetzt ist die Frame gerade weg. Jetzt ist sie weg. Nein. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Ich muss nochmal kurz Aufnahmestopp machen, schauen, wo es liegt. Das kann so nicht weitergehen, sorry. Ja, ich habe nichts offen. Ich weiß es nicht. Ich muss es einfach begrüßen. Ich glaube, das legt sich mit der Zeit auch wieder. Es ruckelt fürchterlich, fürchterlich. Ich habe wirklich nur Windows Media Player offen. Fraps. Und in dem Fall Minecraft. Und mehr nicht. Und der Prozess ist hochgestellt. Also es sollte einigermaßen flüssig laufen von der Theorie her. So, dann folgendes. Ich habe irgendwie gedacht, hier, da, so bei der Klobürste. So in dem Bereich hier ist es auch schön flach. Dann können wir folgendes machen. Wir machen hier gerade mal ein paar Bäume noch weg, sodass ein bisschen Platz ist. Und bauen dann hier die Hütte hin. Die ist schon einigermaßen mehr frei, sage ich jetzt mal. Das heißt, das kommt weg. Das auch, das auch. Echt furchtbar in der Framerate. Sorry, ich weiß, ich kann es aber gerade nicht ändern. Es wird nichts bringen, wenn ich jetzt irgendwie nochmal warte oder so. Das, ich habe hier nichts laufen. Im Moment ist es gerade bei 1,25, aber naja, müsste hoffentlich so passen. Ich hoffe, jetzt ist es langsam so weg. Gut, dann. Hoch, hoch, hoch. Und ich weiß nicht, kann man es an meiner Stimme erkennen? Ich glaube, ich bin schon wieder so ein bisschen erkältet. Also ich merke es an der Stimme in dem Fall. Ich weiß nicht, ob das jetzt so
bemerkbar ist. Der Bass ist vielleicht ein bisschen niedriger. Was heißt niedriger? Tiefer. Ich habe es übrigens auch mal probiert in dem einen neuen Tutorial, was von mir rauskam mit der Doppeltür. Mal versucht, den Bass hochzuschrauben, der Stimme, also die Stimme im Nachhinein so zu bearbeiten, dass die ein bisschen anspruchsvoller oder so ein bisschen, ich weiß nicht, besser klingt. Hab's natürlich nicht ganz geschafft, weißt du, der Bass, das hat ein bisschen tief gebrummt, war ein bisschen rauschhaft. Also jetzt ist es so klarer in dem Fall, deshalb würde ich es auch gerne so belassen. Ich bin gerade überlegen, ich weiß, ich schaue mich gerade um, ob es der Baum hier oben, den Kate, und wie groß das Ganze wird. Ich könnte mal einen Grundriss ziehen und ich könnte vor allem mal hier das Wood mir holen. Die Erde kann ich mal kurz wegschieben und ich bräuchte auch vielleicht einen kleinen Unterstand. Ne, noch ist ein bisschen Zeit, noch haben wir Zeit. Grundriss, so Grundriss. Die Frage ist jetzt, in welche Richtung zeigt die Hütte? Ich glaube, wir machen die mal hier so, dass sie in die Richtung zeigt. Dazu mache ich nochmal den Baum hier weg. Also das hier ist jetzt so der Eingang, wir gehen hier rein. Und die steht in etwa so in dem Bereich hier. So. Ich habe mir auch gedacht, eventuell, dass wir die Holzfällerhütte bauen und noch etwas dazu, nämlich eine Art Gaststätte, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sozusagen. So eine, ich weiß nicht, stellt sich so vor, tiefen Alaskas, so eine Kneipe oder sowas von 1900 irgendwas, wenn du reinkommst. So ein Wirt, der an der Theke steht, ein Gläser putzt, sowas in der Art. Und so ein kleiner Raum, halt so eine Bar in dem Fall. Das habe ich mir so vorgestellt, ist hier ganz passend eigentlich, wenn du hier so reinkommst. Da müsste ich aber irgendwie ein bisschen anders bauen. Das ist jetzt die Frage. Ich bin am Überlegen. Ich möchte es ja in dem Fall erstmal richtig machen. Oder ein bisschen gut überlegt machen. Nee, okay, dann mache ich das doch so in dem Bereich. Gut, ich mache es ja so, wie ich mir gedacht habe. Oh, nee, nicht wegschmeißen, nicht wegschmeißen. Folgendes. Das ist erstmal die Außenmauer. Nur ganz kurz. Das wird aus Wood gestaltet. Die einzelnen Wandelemente werde ich natürlich ersetzen. Da kommt dann hier dieses schöne Fichtenholz rein. So. Mal gucken, wie groß ich das mache. Zu klein sollte es ja auch nicht sein. Hier so in dem Bereich. Und dann, okay, einer geht noch, dann nach vorne. Und es wird natürlich unten jetzt sozusagen dieser Wirtschaftsraum sein. Und oben drüber wird es dann zu den Zimmern gehen, sage ich jetzt mal. Und so wie es aussieht, ist es zu klein, der Bereich. Ja, ich mach's größer. Zeit haben wir ja, das macht nichts. Bauen. Und jetzt, unglaublich, es ist ein Wunder passiert, die Framerate ist bei über 30. Das heißt, jetzt ist es flüssig. Und das ist doch wunderbar. Ich würde mal sagen, ich mach's doch ein bisschen anders jetzt. Das heißt, ich habe nicht gedacht, dass das so die Breite wäre und das da vorne die Länge. Aber so wie es aussieht, wird jetzt die Länge doch breiter als die Breite. Also praktisch, wenn hier vorne wird dann irgendwo der Eingang sein. Ich nehme an, hier so etwa. Da, so ist der Eingang. Nee, Quatsch. Hier so ist der Eingang. Nein. Das ist unfreundlich. So. Hier praktisch der Eingang, kommst du rein. Hier praktisch eine kleine Bar. Hier stehen dann Tische. Dann geht sie die Treppe hoch. Und oben sind dann die Zimmer, die man beziehen kann, sozusagen. Das wäre so mein Vorschlag. Den würde ich gerne umsetzen. Und natürlich, eine Holzfällerhütte darf nicht fehlen. Die wird dann auch in der Gegend irgendwo gebaut. Aber die Idee fand ich irgendwie passend für diesen Wald im Moment. Keine Ahnung, kam mir so spontan in den Sinn und ich mach's einfach mal. Natürlich, wie gesagt, Feedback in die Kommentare rein. Das ist absolut kein Problem. Einfach anschreiben. Und ja, ich muss sagen, es wurde sehr viel übrigens auch übernommen von Wünschen oder Vorschlägen, die bis jetzt in den Kommentaren geschrieben wurden. Also so ist es ja in dem Fall nicht, ne? Also nur schön raushauen. Ich freue mich in dem Fall immer, wenn was kommt. So, dann, ich glaube, der müsste der noch weg? Der müsste noch weg, ganz einfach. Der müsste noch weg. Das wird jetzt wohl ein etwas größeres Gebäude für die Verhältnisse, die ich sonst baue. Ich versuche im Let's Play immer nur Gebäude zu bauen, die eher etwas kleiner sind. Ganz einfach aus dem Grund, da es dann nicht zu langweilig wird. Ich glaube, es wird mit der Zeit nämlich zu anstrengend, wenn man zum Beispiel bei Gronkh zuschaut. Das ist jetzt kein Haten, sondern einfach eine konstruktive Kritik. Dass irgendwann mit der Zeit vielleicht die Lust ganz einfach drauf vergeht, weil es zu eintönig wird. Und ich versuche das ein bisschen abwechslungsreicher zu machen, deshalb versuche ich eigentlich nur kleinere Projekte zu bauen. Genau wie da vorne Pilzhäuser, dann geswitcht zu dem, Sonne geht unter. Okay, ich ziehe mich dann gleich mal. Das muss ich so stehen lassen. Jedenfalls, es ist nicht zu weit weg, denke ich mal.
Das heißt, hier vorne ist dann den Fall schon unser Haus. Ich müsste noch einen Weg machen mit Gravel, eventuell, oder das würde ich sogar gerne machen. Und genau das hier, darauf habe ich gewartet, wenn nämlich jetzt die Liane hier runterwächst, dann hat man hier so einen kleinen Vorhang zum Durchgehen. Und mal raus, Video. Oh, jetzt habe ich mich erschreckt. Nein, wo ist Schwert? Verdammt, ich habe hier drin keine Fackeln angebracht. Hier drin sind Zombie gespawnt. Jetzt habe ich wirklich ohne Witz gerade einen winzig kleinen Adrenalinschock bekommen. Scheiße, Mann. Okay, ich lade mal ganz kurz schnell meine Hungeranzeige auf. Das heißt im Klartext Fackeln anbringen. Okay, ja, das war jetzt nicht gefaked, das war jetzt ein echter Schreck. So. Kann doch wohl nicht wahr sein. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich denke mal, das ist irgendwo hier gespawnt. Ach, Fackeln. Nee. Der Lichteffekt ist cool. Das ist irgendwie so klares, kaltes Licht in dem Fall an den Wänden hier. Kann das sein? Hier ist eher so dunkel, so schmutzig und jetzt so sauber gemacht. Ey, Liga. Genau. Wenn man einfach sein Hütchen sauber machen will, clean will, also anstatt einmal durchzuputzen, einfach eine Fackel anbringen. Jetzt ist es sauber. Und hier drüben, nach genauso, ja. Jetzt sollte hoffentlich nichts hier drin spawnen und wer ist jetzt? Doch. Ja. Ne, das müsste passen. Ich gehe mal kurz pennen und schau mal. Jo, hoffentlich kommen jetzt wieder irgendwelche Creeper, die uns verfolgen, mitten in den Wald hinein. Ich hole mir mal Schwert raus. So, über. Creeper. Nein. Solche Bäume sind sowieso genial. Tannen mit neuen winzig kleinen Zipfelchen oben dran. Ich hoffe, hier kommt nichts. Und ich hoffe, ich finde jetzt auch die richtige Richtung wieder. Ach ja, okay, so weit ist es gar nicht mal. Das ist gut. Ich wollte nicht zu weit hier verstreuen, dass wir mal ewig laufen müssen. Wie gesagt, Weg muss noch angebracht werden. Und ich muss erstmal hier ganz kurz das Holz verarbeiten. Hier werde ich jetzt jede Menge brauchen, deshalb kann ich auch mal die Shift-Taste drücken. Und ich brauche immer wieder Kommentare, dass ich beim Craften oder wenn ich hier die Teile raushole, dass ich auch die Shift-Taste drücken kann. Das weiß ich in dem Fall, keine Sorge. So, dann, ich mache jetzt mal die Wand von außen rum, werde ich jetzt natürlich noch Verzierungen da anbringen. Das heißt, hier vorne die mittleren Balken, die werden dann aus, wie gesagt, diesem Fichtenholz sein. Das mache ich aber, ich ziehe erstmal die Grundform und dann kann ich den Rest noch ergänzen für die bessere Optik. Genauso wie Fenster und ähnliches, das wird dann alles ersetzt, einfach indem ich das Holz raushole. Und im Let's Play mache ich es auch so, im Let's Show in dem Fall glaube ich nicht, oder mein Let's Show-Welt, dass ich die Glasblöcke zu Glasscheiben crafte, weil es ganz einfach Ressourcen spart. Ich glaube, bei dem Texturenpack ist es noch so, dass es